Wir suchen Teilzeithelden für eine gute Sache und wir hoffen, dass wir euch heute dafür gewinnen können. Was diese gute Sache ist, das möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar veranstalten wir schon zum dritten Mal in Frankfurt das Communication Camp. Das ist ein Projekt der Hochschule Darmstadt, also ich bin selbst auch Studentin an der Hochschule Darmstadt. Und damit es nicht nur blutige Anfänger sind, wie ich jetzt zum Beispiel, werden wir unterstützt von der Online-Agentur Quäntchen und Glück und versuchen auch Leute wie ihr, die begeistert seid für das Web, die vielleicht schon ein bisschen mehr Berufserfahrung auch habt, heute dafür zu gewinnen. Was machen wir eigentlich auf dem Communication Camp? Wir werden eine soziale oder kulturelle Organisation in Frankfurt bei der Online-Kommunikation unterstützen. Das heißt, es sind vielleicht Organisationen, die selbst sich das nicht leisten können, einerseits die nicht die Mitarbeiter haben oder die auch nicht die finanziellen Mittel haben, jetzt eine professionelle Agentur zu engagieren. Und deswegen möchten wir eben für eine gute Sache, für den guten Zweck kommunizieren. Wie kann man sich das vorstellen? Das wird ein zweitägiger Workshop sein. Darauf gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Wem helfen wir? Also bei uns können sich kulturelle und soziale Organisationen in Frankfurt bewerben. Damit wir Unterstützung haben in der Bewerbung, haben wir auch die Stadt Frankfurt als Partner gewonnen. Und die können sich also noch bis Dezember bei uns bewerben. Die Voraussetzungen sind ungefähr, dass sie kein oder wenig Budget für die Öffentlichkeitsarbeit haben, wie ich schon gesagt habe. Dann auch, dass die Mitarbeiter das Projekt auch begleiten. Also es ist wichtig für uns, dass sie dann wirklich mit dabei sind, mit bei der Sache sind, dass die Mitarbeiter dann zur Verfügung stehen und sich dann auch begeistern dafür. Sie sollen natürlich offen sein für neue Ansätze. Das heißt, wenn es irgendwo in der Kommunikation hakt, dann möchten wir sie unterstützen und sie müssen dann natürlich auch offen dafür sein. Und natürlich, dass die Kommunikation in deutscher Sprache stattfindet. Davon gehen wir aus. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Das ist, wie gesagt, ein zweitägiger Workshop. Der fängt freitags abends erst an. Das heißt, wenn ihr berufstätig seid, könnt ihr dann abends trotzdem vorbeischauen. Am Freitag lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir tauschen uns aus. Es geht dann darum, was können wir eigentlich? Was hat jeder für Fähigkeiten? Was wollen wir? Und am zweiten Tag wird das wirklich dann in die Tat umgesetzt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie bei einem Barcamp. Das heißt, der Netzwerkgedanke ist groß, der Austausch ist wichtig, dass man etwas Neues lernt. Man schafft zusammen für eine gute Sache. Aber der Unterschied ist eben, dass wir dann in dem zweiten Schritt wirklich auch etwas umsetzen. Das heißt, es wird direkt vor Ort geschafft. Wir begleiten dann den Projektpartner, wir setzen Impulse. Und dann darf der quasi dann alleine die nächsten Schritte gehen im Nachgang zu dem Workshop. Wir haben bisher in Darmstadt haben wir die Kulturhäppchen und das Hoffart-Theater unterstützt. Und wenn ihr euch das angucken möchtet, was da bisher gelaufen hat, dann googelt doch mal Communication Camp, geht auf die Website und da könnt ihr auch sehen, wie sich dann die Berichte, wie sich auch die Online-Kommunikation verbessert hat. Hier die Daten auf einen Blick. Am 21. und 22. Februar, das könnt ihr euch gerne notieren. Wen suchen wir? Also wir suchen Leute wie ihr im ersten Sinne, die wirklich für sich fürs Web begeistern, die auf solchen Veranstaltungen sind wie hier. Wir können gebrauchen Kommunikatoren, ITler, PRler, Journalisten, Webentwickler. Und ihr werdet dann eben, es sind ungefähr 20 Teilnehmer, die wir noch suchen. Und wir hoffen eben, dass ihr uns dann in diesem Workshop auch unterstützt. Das heißt, wir haben da eine gute Mischung aus Berufsanfängern, wie die Studenten zum Beispiel, und eben Leuten, die schon 10 Jahre ungefähr das gemacht haben. Und dann möchten wir eben voneinander lernen und zusammen eben für eine gute Sache, für einen guten Zweck was Gutes stemmen. Wo? Im Deutschen Bahntower in Frankfurt. Die werden auch das Catering stellen. Also wir sind mit Essen und Getränken versorgt. Genau. Ja, wir sind mit einer Truppe hier. Die können vielleicht mal kurz winken. Wir haben auch Flyer dabei, das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt ein Newsletter, gebt uns doch eure Visitenkarten, schreibt uns eure E-Mail-Adressen auf, dann können wir euch informieren. Anmelden könnt ihr euch über die Webseite, das wird dann freigeschaltet, aber wenn ihr euch eben für diesen Newsletter freischaltet, dann können wir euch immer dann informieren, wenn es was Neues gibt.
Und noch eine letzte Sache. Wenn ihr noch eine Organisation in Frankfurt kennt, eine soziale oder eine kulturelle Organisation, die ihr denkt, dass die super geeignet ist dafür, dann haut die doch mal an. Man kann sich noch ungefähr bis Dezember bewerben. Genau. Gut.